Wenn du in Deutschland selbstständig bist, musst du eine Umsatzsteuererklärung machen. Und wie du das genau machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video einmal, indem ich dich mit auf meinen Bildschirm nehme und wir zusammen Elster Online anschauen und die Umsatzsteuererklärung für ein Einzelunternehmen einfach mal Klick für Klick gemeinsam durchgehen. Doch bevor wir anfangen, kleiner Hinweis, und zwar habe ich einen kleinen KI-Chatbot gebaut. Der ist kostenlos, den findest du bei ChatGPT. Und ElsterGPT hilft dir dabei, Elster Online besser zu verstehen. Unter anderem auch die Umsatzsteuererklärung. Das heißt, ich beantworte in diesem Video viele, viele Fragen, hoffentlich alle deine Fragen. Aber falls ich eine Frage nicht beantworten sollte, dann kannst du einfach mal ElsterGPT fragen. Wie gesagt, kostet nichts, probier es gerne mal aus. Und mit diesen einführenden Worten wechseln wir einmal auf mein Bildschirm. Wir befinden uns auf dem Dashboard von Elster Online. Sehen wir hier oben Elster, Ihr Online-Finanzamt. Und wir sehen auf der linken Seite Formulare und Leistungen. Denn da finden wir alle Formulare und dazu gehören natürlich auch alle Formulare rund um das ganze Thema Umsatzsteuer. Und zwar hier ganz unten bei U, Umsatzsteuer. Hier finden wir Umsatzsteuervoranmeldung, Umsatzsteuererklärung, zusammenfassende Meldung und so weiter. Vielleicht kleiner Hinweis an dieser Stelle, es gibt auch Tutorials auf diesem Kanal zur Umsatzsteuervoranmeldung und zusammenfassende Meldung und so weiter. Die verlinke ich dir alle einmal unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne mal vorbei, wenn du gerade nicht die Umsatzsteuererklärung, sondern die Voranmeldung machen musst. Wir klicken jetzt aber einmal auf die Umsatzsteuererklärung. Und hier wählen wir einmal das Jahr aus. Das letzte Jahr ist das Jahr 2023 und klicken dann auf Weiter. Du hast grundsätzlich die Möglichkeit, wenn du deine Umsatzsteuererklärung schon im letzten Jahr in Elster Online gemacht hast, hier einfach die Daten zu übernehmen. Das ergibt immer deswegen Sinn, weil viele Daten aus deiner Umsatzsteuererklärung ja gleich sind. Zwar nicht deine Umsätze und Vorsteuerbeträge und so weiter, was aber identisch geblieben ist, ist ja dein Name, deine Adresse, deine Steuernummer und so weiter. Und damit du das Ganze nicht noch einmal eintragen musst, sondern einfach aus dem Vorjahr übernehmen kannst, kannst du hier einfach auf Daten übernehmen klicken. Da ich das vorher hier bei Elster Online nicht gemacht habe, klicke ich auf ohne Datenübernahme fortfahren und das kannst du natürlich auch machen. Und dann gibt es ein paar Anlagen. Nicht ganz so viele Anlagen wie bei der Einkommensteuererklärung, aber tatsächlich hat auch die Umsatzsteuererklärung ein paar Anlagen. Wir wollen uns in diesem Video aber vor allem mit dem Hauptvordruck beschäftigen. Die beiden Anlagen sollten für die meisten von euch auch nicht relevant sein. Die Anlage UN muss abgegeben werden von Unternehmen, die in Deutschland eine Umsatzsteuererklärung abgeben müssen. Das heißt, wenn du einen Sitz in Deutschland hast, dann fällt das weg. Und die Anlage FV ist für Fiskalvertreter. Auch das sollte für euch in den meisten Fällen eher nicht zutreffen. Deswegen schauen wir uns einfach nur mal den Hauptvordruck an und klicken auf Weiter. Und damit sind wir so auf der Startseite der Umsatzsteuererklärung. Aufgebaut ist die Umsatzsteuererklärung wie ja eigentlich jedes Formular in Elster Online. Das heißt, wir haben hier drei Reiter, die wir gemeinsam durcharbeiten. Erstmal geben wir unsere ganzen Daten ein, dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze nochmal in so einer Übersicht zu überprüfen und dann können wir das Ganze direkt in Elster Online an das Finanzamt übermitteln. Auf der linken Seite sehen wir das Menü. Das heißt, wenn wir hier auf den Kreis mit den Strichen klicken, dann sehen wir den Aufbau der Umsatzsteuererklärung. Wir sehen, das Ganze besteht aus 13 Bereichen, dieser Hauptvordruck, und die gehen wir Schritt für Schritt gemeinsam durch. Und da kann man dann auch immer navigieren, indem man zu dem einzelnen Punkt springt. Oder aber man geht einfach hier unten immer auf nächste Seite. Das ist genau das, was wir auch machen wollen. Und damit gucken wir uns mal die Startseite an. Hier sehen wir das Jahr. Hier können wir nochmal einen Haken setzen, wenn es eine berichtigte Anmeldung ist. Es kann ja immer mal sein, dass ich eine Umsatzsteuererklärung mache und dann fällt mir ein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann kann ich die Umsatzsteuererklärung einfach nochmal einreichen. Normalerweise weiß das Finanzamt, wenn ja mit dem Abstand von ein paar Tagen zwei Umsatzsteuererklärungen reinkommen, dass die neue Umsatzsteuererklärung offensichtlich eine Korrektur ist. Aber ich hatte auch schon mal den Fall, dass Elster Online irgendwelche Probleme hatte und dann habe ich in einem Moment quasi 10 Umsatzsteuererklärungen übermittelt und dann gab es Chaos und das hat dazu geführt, dass die Umsatzsteuererklärung eine ganze Weile nicht bearbeitet worden ist. Deswegen an dieser Stelle setzt einfach den Haken, wenn es eine Korrektur ist. Damit überschreibt ihr quasi die alte Umsatzsteuererklärung und dann gibt es da keine Verwirrung auf Seiten des Finanzamtes. Und wir haben ja eben schon über die Datenübernahme gesprochen aus der Vorjahresumsatzsteuererklärung. Was du auch übernehmen kannst, ist die Daten aus deinem Profil. Weil du hast ja auch ein Elster Online-Profil und unter Umständen hast du bei Elster Online auch schon Informationen über dich angegeben. Also Namen, Adresse, Steuernummer und so weiter. Und diese Daten musst du natürlich auch in der Umsatzsteuererklärung angeben. Sehen wir hier, Steuernummer und so weiter. Wenn du das Ganze schon in deinem Profil hinterlegt hast, dann kannst du tatsächlich auch hier einfach aus deinem Profil diese Daten übernehmen. Wenn du das Ganze nicht hast, dann
musst du das Ganze halt per Hand eintragen. Also hier einmal die Steuernummer eingeben. Ganz, ganz wichtig, hier geht es um die Betriebssteuernummer. Wenn du zwei unterschiedliche Steuernummern hast für deine privaten Steuererklärungen, also deine Einkommensteuererklärung und deine betrieblichen Steuererklärung, dann musst du hier einmal deine Betriebssteuernummer eingeben. Das heißt einmal das Bundesland, zum Beispiel Berlin, und dann hier deine Steuernummer. Und das Finanzamt wird dann automatisch ausgefüllt, weil ein Teil dieser Steuernummer immer die Finanzamtnummer ist. Deswegen erkennt Elster Online aus der Steuernummer immer das jeweils zuständige Finanzamt. Hier unten hast du dann noch eine Möglichkeit, eine persönliche Bearbeitungsnotiz reinzuschreiben. Das Ganze ist aber auch nur für dich. Also es wird nicht ans Finanzamt übermittelt. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendwas mal nachschauen möchtest und so weiter, kannst du dir hier deine To-Dos aufschreiben, Erinnerungen reinschreiben, was auch immer. Und das ist die Startseite. Und damit steigen wir ein in die Übersicht, in die einzelnen Teilbereiche. Wir haben schon darüber gesprochen, 13 einzelne Bereiche gibt es bei der Umsatzsteuererklärung und wir gehen direkt rein in den ersten Teil. Und hier musst du erstmal Angaben zu dir machen. Und zwar einmal Angaben zum Unternehmen. Also wie heißt das Unternehmen? Das ist bei Einzelunternehmen in der Regel dein Name. Ich habe zu dem ganzen Thema Namen eines Unternehmens und wie man Unternehmen nennen darf und so weiter auch schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. In der Regel ist es aber so, dass der Firmenname und dein Name, also Name des Unternehmers und Name des Unternehmens, identisch ist, bei Einzelunternehmen zumindest. Im nächsten Bereich füllst du dann deine Adresse ein, also Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und so weiter. Wichtig hier geht es um die Geschäftsadresse. Wenn du deine Selbstständigkeit bei dir zu Hause angemeldet hast, dann hast du ja nur eine Adresse, dann füllst du die Adresse aus. Wenn aber deine Selbstständigkeit ihren Sitz woanders hat, dann füllst du hier deine Geschäftsadresse ein. Dann kannst du noch Kontaktinformationen hinterlegen, also Telefon- und E-Mail-Adresse. Ich muss ehrlicherweise sagen, per E-Mail habe ich noch nie irgendwas vom Finanzamt erhalten. Per Telefon habe ich tatsächlich manchmal Rückfragen erhalten, zum Beispiel in dem Fall, wo ich ganz viele Umsatzsteuererklärungen abgeschickt habe, dann hat die Sachbearbeiterin einfach mal angerufen und Fragen auf kurzem Wege geklärt, statt dass wir Schreiben hin und her schicken mussten. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich fülle immer beides aus, weil ich immer die Hoffnung habe, dass sich der Sachbearbeiter bei mir auf einem schnelleren Weg meldet als in so einem offiziellen Finanzamtsschreiben. Ist aber tatsächlich optional, musst du nicht ausfüllen, wenn du nicht möchtest, dass das Finanzamt diese Informationen von dir hat. Dann musst du zwei Haken setzen, beziehungsweise du musst sie wahrscheinlich nicht setzen. Und zwar geht es hier um die beiden Anlagen. Die Anlage UN, die wir uns schon angeschaut haben, das heißt im Ausland ansässige Unternehmer. Wenn das auf dich zutreffen sollte, dann musst du die Anlage auswählen und den Haken hier setzen. Das gleiche gilt für Fiskalvertreter. Wenn du da die Anlage gewählt hast, weil es auf dich zutrifft, dann musst du auch hier einmal den Haken setzen im Hauptvordruck. Damit weiß das Finanzamt quasi, es gibt nicht nur den Hauptvordruck, sondern auch die Anlagen jeweils. Und dann musst du die Dauer der Unternehmereigenschaft eintragen. Und zwar immer bezogen auf das Jahr. Also wir machen jetzt hier die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2023. Das heißt, du musst jetzt hier nicht reinschreiben, dass du am 12.06.1998 gegründet hast. Das interessiert hier niemanden. Du machst die Steuererklärung für das Jahr 2023. Das heißt, das Finanzamt interessiert sich nur für den Zeitraum im Jahr 2023, in dem du selbstständig warst. Wenn du einfach das gesamte Jahr selbstständig warst, dann schreibst du hier rein 1. Januar bis 31.12., weil du das ganze Jahr selbstständig warst. Wenn du aber gegründet hast, irgendwann in Mitte des Jahres, dann schreibst du das halt entsprechend rein oder vielleicht hast du ja auch aufgehört mit deiner Selbstständigkeit. Dann geht das Ganze halt entsprechend nicht bis zum 31.12., sondern bis zu dem Tag, bis zu dem du selbstständig warst. Dann musst du Angaben machen zu der Art der Besteuerung. Und zwar geht es hier um die Soll- oder Ist-Versteuerung in erster Linie. Wenn du da nicht genau weißt, was der Unterschied ist, schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass für die meisten von euch die vereinnahmten Entgelte gelten. Das heißt, vereinnahmte Entgelte heißt immer dann, dass Umsatzsteuer dann entsteht, wenn du das Geld auf deinem Konto bekommst. Das kannst du aber nicht in jedem Fall in Anspruch nehmen. Denn wenn du gewerbetreibend bist und mehr als 800.000 Euro Umsatz machst, dann musst du deine Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten abrechnen. Das bedeutet, dass du dann die Umsatzsteuer immer dann abführen musst, wenn du die Rechnung geschrieben hast. Wenn du sowieso keinen großen Zeitraum hast zwischen Rechnung schreiben und dass du das Geld bekommst, dann ist das eigentlich auch vollkommen egal. Aber hier wählst du einmal aus, was für dich zutrifft. Im nächsten Feld geht es darum, was mit dem Geld gemacht werden soll. Also wenn du eine Umsatzsteuererstattung bekommen solltest, was soll das Finanzamt damit machen? Dir das Geld erstatten oder unter Umständen verrechnen mit anderen Steuerarten. Also es kann ja immer sein, dass du eine Nachzahlung hast für die Einkommensteuer, eine Erstattung für die Umsatzsteuer und dann kann das verrechnet werden. Hier kannst du sagen, dass eine Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht ist. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das Finanzamt das sowieso ganz häufig verrechnet, egal ob du hier einen Haken setzt oder nicht. Ja, darfst du selbst entscheiden, was dir lieber ist. Und dann gibt es nochmal so zwei Felder für bestimmte Nerds. Und zwar kannst du hier unter Umständen
Umständen nochmal zusätzliche Angaben machen, wenn du in deiner Steuererklärung bestimmte Sachverhalte auslegst, mit einer bestimmten Rechtsauffassung folgst und so weiter, dann kannst du hier dem Finanzamt erläutern, warum du das so jeweils irgendwie gemacht hast. Ganz ehrlich, das füllt man in der Regel eher seltener aus, oder wenn das ausgefüllt wird in deiner Umsatzsteuererklärung, dann macht das wahrscheinlich ein Steuerberater für dich. Du findest übrigens bei all den ganzen Bereichen hier auch immer so einen Hilfetext. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ist zwar nett, dass es Hilfetexte gibt, mal abgesehen davon, dass es das auch ganz häufig einfach nicht gibt, ist es auch nicht so richtig verständlich. Aber hier in dem Bereich könntest du zum Beispiel nachlesen, wann du hier ergänzende Angaben machen kannst. Wir gehen zum nächsten Punkt und damit auch zu einem Punkt, der ehrlicherweise viel häufiger ausgefüllt wird. Und zwar der zweite Punkt. Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung einschließlich der Anlagen hat mitgewirkt. Und zwar schreibst du hier deinen Steuerberater rein. Schreib hier bitte nicht rein YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige. Ich habe damit nichts zu tun. Ich zeige dir, wie du das selber machen kannst. Das heißt, wenn du deine Steuererklärung selber machst, dann schreibst du hier natürlich nichts rein. Wenn du allerdings einen Steuerberater hast, dann füllst du das Ganze wahrscheinlich nicht aus, dann macht das wahrscheinlich ein Steuerberater für dich. Aber nur zur Info für dich, hier könntest du diese Informationen eintragen. Alle anderen lassen es einfach leer. So ist es übrigens generell bei Steuererklärungen. Wenn du irgendwas nicht ausfüllen kannst, dann musst du da auch nicht nichts reinschreiben oder null reinschreiben und so weiter. Dann lässt du die Felder einfach leer. Der dritte Bereich ist für dich relevant, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hast. Also wenn du Kleinunternehmer bist, dann füllst du diesen dritten Bereich aus. Und zwar musst du dann hier deinen gesamten Umsatz des Jahres 2022 und 2023 eintragen. Das heißt, wir machen hier gerade die Steuererklärung für 2023. Du musst einmal hier die Angaben machen für das Jahr davor und für das Jahr, für das du gerade die Steuererklärung machst. Und zwar darfst du die Kleinunternehmerregelung immer dann in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 22.000 Euro lagst. Das heißt, hier sollte irgendein Betrag unter 22.000 Euro stehen, sonst hast du tatsächlich ein Problem. Und hier in das Feld 21 schreibst du den gesamten Jahresumsatz rein, den du im Jahr 2023 gemacht hast. Das kann auch mehr als 22.000 Euro sein. Das würde dann aber wiederum dazu führen, dass du seit dem 1. Januar 2024 kein Kleinunternehmer mehr bist. Und damit bist du als Kleinunternehmer eigentlich auch schon fast durch. Es gibt noch so ein paar Felder, gerade in Bezug auf Reverse-Charge-Verfahren. Da musst du tatsächlich jetzt noch im Folgenden ein paar Angaben machen. Aber im Wesentlichen bist du als Kleinunternehmer hier an dieser Stelle schon fertig mit der Umsatzsteuererklärung. Wie gesagt, wenn du dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegst und da unter Umständen Umsatzsteuer zahlen musst, dazu findest du auch mal ein Video unten in der Videobeschreibung, schau dir das gerne an, wenn du Kleinunternehmer bist, dann musst du tatsächlich jetzt hier noch weitermachen. Alle anderen sind hier eigentlich quasi schon fertig und können direkt auf Prüfen gehen. Und an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis, für Kleinunternehmer ist das Jahr 2023 das letzte Jahr, an dem du eine Umsatzsteuererklärung abgeben musst. Also für das Jahr 2023. Denn für das Jahr 2024 und folgenden musst du als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuererklärung mehr abgeben. Diese Umsatzsteuererklärungspflicht für Kleinunternehmer wurde tatsächlich abgeschafft Anfang 2024. Deswegen, das ist so wie die Ehrenrunde. Und das ist dann für dich als Kleinunternehmer die letzte Umsatzsteuererklärung, die du hier abgeben wirst. Und damit kommen wir zu dem vierten Bereich und damit auch dem Bereich, wo die meisten bzw. wichtigsten Angaben gemacht werden. Und zwar den steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und unentgeltlichen Wertabgaben. Hier geht es um deine Umsätze, die umsatzsteuerpflichtig sind. Und zwar einmal um die Umsätze zum allgemeinen Steuersatz. Dann trägst du hier jeweils die Umsätze ein für das gesamte Jahr 2023 ohne Umsatzsteuer. Ganz wichtig, steht hier auch Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer. Also wenn du 100.000 Euro Umsatz gemacht hast mit einem Steuersatz zu 19%, dann schreibst du hier 100.000 Euro rein und dann berechnet er auf der rechten Seite die Steuer automatisch, nämlich 19.000 Euro. Bei den nächsten beiden Feldern geht es um unentgeltliche Wertabgaben. Das sind, ich würde mal sagen, Situationen, wo du Betriebsvermögen entnimmst oder Betriebsvermögen verwendest. Also zum Beispiel unentgeltliche Wertabgaben, Lieferungen. Stellen uns vor, du hast einen Laden, da verkaufst du Obst und Gemüse und ja, du verkaufst es halt nicht nur, sondern du nimmst jeden Abend auch selber noch was mit nach Hause, was du isst. Dann nimmst du ja Betriebsvermögen aus dem Unternehmen raus und das muss tatsächlich auch versteuert werden. Das heißt, da musst du diesen Wert ermitteln von diesen Entnahmen und diesen Wert trägst du hier ein. Das heißt, auf diese Entnahmen musst du Umsatzsteuer zahlen. Das ist von der Logik des Gesetzes auch sinnvoll, weil du beim Einkauf ja auch einen Vorsteuerabzug hattest. Das heißt, du hast beim Einkauf die Umsatzsteuer ja vom Finanzamt wiedergeholt und wenn du das Ganze jetzt einfach rausnimmst aus dem Unternehmen, dann musst du
die Steuer quasi wieder zurückbezahlen. Und deswegen sind die unentgeltlichen Wertabgaben tatsächlich auch umsatzsteuerpflichtig. Das Ganze gilt auch für sonstige Leistungen. Sonstige Leistungen kann man auch nennen mit Dienstleistungen oder Nutzungen. Ganz häufig wird hier eingetragen bei den unentgeltlichen Wertabgaben sonstige Leistung die Nutzung des Betriebs-Kfz. Also wenn du ein Auto hast, einen Firmenwagen im Betriebsvermögen, du benutzt den aber auch für private Fahrten, dann musst du ja den Wert ermitteln von dieser Leistungsentnahme, also den Wert der privaten Fahrten. Das machst du mit der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. Und diesen da ermittelten Wert, den trägst du hier ein. Und damit musst du tatsächlich darauf dann auch einmal Umsatzsteuer zahlen. Und das Ganze füllst du dreimal aus. Und zwar einmal für die Umsätze zum allgemeinen Steuersatz, dann die Umsätze zum ermäßigten Steuersatz von 7%. Deswegen ist übrigens das Ich nehme ein paar Lebensmittel nach Hause auch kein gutes Beispiel, weil das müsste man hier eintragen tatsächlich, weil Lebensmittel dem ermäßigten Steuersatz von 7% unterliegen. Das heißt, man würde die Lebensmittel hier eintragen. Hier oben würde man zum Beispiel die Getränke, die dem vollen Steuersatz unterliegen, eintragen, wenn ich sie dann nach Hause nehmen würde. Und dann trägt man hier das Ganze nochmal für die Umsätze ein, die 0% Umsatzsteuer unterliegen. Wie der Name schon sagt, bei 0% Umsatzsteuer entfällt denn darauf keine Umsatzsteuer. Das sieht man auch, hier wird nichts berechnet, weil es halt steuerfreie Leistungen sind. Das nächste Feld ist so ein kleines bisschen so ein Relikt aus der Vergangenheit. Und zwar geht es hier um Umsätze zu anderen Steuersätzen. Hier haben wir ja die Standardsätze. Zu anderen Steuersätzen trägst du zum Beispiel Umsätze ein, die du zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 gemacht hast. Da wurde nämlich der Umsatzsteuersatz aufgrund der Corona-Pandemie temporär von 19% auf 16% und von 7% auf 5% abgesenkt. Das heißt, da gibt es unter Umständen noch irgendwo Umsätze rumfliegen, die zugegebenermaßen ziemlich spät bezahlt worden sind, wenn du sie hier in der Steuererklärung 2023 noch eintragen musst. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann trägst du sie halt entsprechend einfach hier ein. Das musst du hier machen, weil hier ja eine Berechnung dahinter liegt und hier weiß Elster ja nicht, was für ein Steuersatz da jetzt jeweils angewendet wird. Wenn du im Land- und forstwirtschaftlichen Bereich tätig bist, dann musst du hier unter Umständen noch was eintragen. Das würde ich hier an der Stelle aber überspringen, weil ich glaube, die meisten von euch sind weder Landwirt noch Forstwirt. Wenn ich mich da irre und du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und dann versuche ich dir gerne auch bei diesen Feldern weiterzuhelfen, wenn du denn dazu Fragen hast. Das nächste Feld, also Feld 35, ist eine kleine Besonderheit. Wenn du in der Kleinunternehmerregelung warst und jetzt aber nicht mehr bist und Anzahlungen erhalten hast. Ich hatte das Beispiel vor kurzem tatsächlich bei Fotografen. Und zwar ist es bei Fotografen ganz häufig so, dass du eine Anzahlung leisten musst, wenn du buchst. Und dann findet irgendwann der Fototermin statt und dann zahlst du quasi den Rest der Rechnung. Und ob etwas steuerpflichtig ist, ist immer abhängig davon, in welchem Zeitraum die Leistung stattgefunden hat. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass wenn du in einem Jahr Kleinunternehmer warst, beispielsweise 2022 warst du noch Kleinunternehmer und hast im November eine Anzahlung bekommen, dann hast du aber im Jahr 2023, also im nächsten Jahr, erst die Leistung ausgeführt und dann warst du kein Kleinunternehmer mehr. Dann hast du eine Anzahlung erhalten, dann hast du später eine Rechnung geschrieben, wo natürlich dann Umsatzsteuer drauf war, weil du inzwischen umsatzsteuerpflichtig warst. Jetzt hast du aber für die Anzahlung keine Umsatzsteuer berechnet und das musst du dann quasi nochmal nachberechnen, weil du denn da Umsatzsteuer erheben musst, weil die Leistung erst später stattgefunden hat. Falls du sowas hast, dann redet man hier von der sogenannten Nachsteuer. Zugegebenermaßen tritt das Ganze nicht so richtig häufig auf, aber falls das der Fall sein sollte, dann trägst du die Nachsteuer quasi hier ein. Den Umsatz hast du dann ja im Vorjahr schon als Kleinunternehmer Umsatz eingetragen. Das heißt, hier trägst du nur den Steuerbetrag ein und nicht die Bemessungsgrundlage. Und im nächsten Feld geht es um das gleiche Prinzip, also eine Anzahlung und dann gilt später aber ein anderer Steuersatz, wenn sich der Steuersatz geändert hat. Das sollte ehrlicherweise wird das in diesem Jahr wahrscheinlich keiner mehr ausfüllen, weil die Steuersatzänderungen bei der Umsatzsteuer inzwischen schon ein bisschen her ist. Wenn du aber das gleiche Prinzip hast mit Anzahlung für etwas, was erst im Jahr später ausgeführt worden ist und dann ist der Steuersatz ein anderer, dann musst du hier unter Umständen nochmal was eintragen. Und wenn nicht, dann bist du hier mit diesem vierten Bereich durch und wir gehen zum nächsten Bereich. Im fünften Bereich geht es nämlich um steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben. Bei umsatzsteuerfreien Leistungen gibt es zwei unterschiedliche Kategorien. Und zwar sagt die Umsatzsteuerfreiheit ja erstmal, dass du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweist. Das heißt, da steht dann halt keine Umsatzsteuer drauf. Die Unterscheidung ist aber, was machst du auf der Kostenseite? Denn es gibt umsatzsteuerfreie Leistungen, das heißt, du schreibst auf deine Rechnung keine Umsatzsteuer, aber du hast auf deiner Kostenseite einen Vorsteuerabzug. Das sind quasi umsatzsteuerfreie Leistungen, die den Vorsteuerabzug ermöglichen. Also steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug. Dann gibt es aber auch Leistungen, die umsatzsteuerfrei sind, das heißt, du weist keine Umsatzsteuer aus. Das führt dann aber auch dazu, dass du quasi auf der Ausgabenseite auch keinen Vorsteuerabzug hast. Das sind dann die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Und ich kann dieses Thema nicht
vollständig abschließend hier an dieser Stelle beantworten. In der Regel weißt du das auch schon, weil wenn du Rechnungen schreibst, dann weißt du ja, was für einen Umsatzsteuersatz du drauf schreiben musst. Hoffentlich zumindest. Und zum Zeitpunkt der Umsatzsteuererklärung hast du diese Rechnungen ja schon auf eine bestimmte Art und Weise ausgestellt. Und zwar, um dir einfach mal ein paar Beispiele zu geben. Innergemeinschaftliche Lieferungen sind zum Beispiel steuerfrei. Das heißt, wenn du Gegenstände lieferst an ein Unternehmen, das seinen Sitz hat in einem anderen EU-Land und das nachgewiesen hat durch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, dann weist du auf dieser Rechnung keine Umsatzsteuer aus. Du kannst aber beim Einkauf dieser Ware Vorsteuer geltend machen. Da haben wir einen klassischen umsatzsteuerfreien Umsatz mit Vorsteuerabzug. Dann gibt es noch so Regelungen rund um neue Fahrzeuge und es gibt auch noch weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug, zum Beispiel Ausfuhrlieferungen. Und da stellt sich ganz häufig die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Ausfuhrlieferung und einer innergemeinschaftlichen Lieferung? Eine innergemeinschaftliche Lieferung geht immer in das andere EU-Land, also innerhalb der EU bleibt dann dieser Gegenstand. Bei Ausfuhrlieferungen geht der Gegenstand irgendwo hin, also quasi ins Drittland außerhalb der EU, dann trägst du das Ganze hier ein. Außerdem gibt es auch noch weitere Umsätze, da musst du dann entsprechend einfach den Paragraphen dazu schreiben, der auf dich zutrifft. Den schreibst du in der Regel ja auch schon auf deine Rechnungen und hier den entsprechenden Umsatz. Hier gibt es zum Beispiel noch Reiseleistungen nach Paragraph 25 Umsatzsteuergesetz, dann schreibst du das Ganze hier rein. Das waren die steuerfreien Umsätze mit Vorsteuerabzug. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an Leistungen, die sind umsatzsteuerbefreit, die schließen für dich aber den Vorsteuerabzug aus. Das heißt, du hast auf der Kostenseite keine Möglichkeit, dir die Vorsteuer wieder zurückzuholen. Und dazu zählen zum Beispiel die Leistungen von Versicherungsvermittlern, von Ärzten, von Hebammen, die Vermietung von Wohnraum und so weiter. Und das trägst du alles hier ein. Diese Umsätze stehen in der Regel in Paragraph 4. Paragraph 4 ist ehrlicherweise relativ lang, aber wenn du mal in Paragraph 4 Umsatzsteuergesetz schaust, dann siehst du, welche ganzen Leistungen eigentlich mit 0% Umsatzsteuer belastet werden. Hier siehst du zum Beispiel Paragraph 4 Nummer 12 Umsatzsteuergesetz, das ist die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, also Vermietung von Wohnraum, ist umsatzsteuerfrei, ohne Vorsteuerabzug, da schreibst du den Wert, den Umsatz denn jeweils hier rein. Du hast hier aber auch die Möglichkeit, Paragraph 4 Nummer irgendwas suchst dir raus aus Paragraph 4, hast du hoffentlich schon gemacht, als du die Rechnung geschrieben hast und dann schreibst du hier den entsprechenden Umsatz rein. Das Ganze führt natürlich nicht zu einer Umsatzsteuerpflicht. Das Finanzamt möchte das aber trotzdem, dass du das hier einmal angibst, damit das Finanzamt weiß, welche Umsätze du gemacht hast. Und damit gehen wir zur nächsten Seite und zwar den innergemeinschaftlichen Erwerben. Und zwar haben wir ja eben schon darüber gesprochen, dass innergemeinschaftliche Lieferungen umsatzsteuerbefreit sind. Das heißt, du als Lieferant zahlst keine Umsatzsteuer, wenn du etwas an ein Unternehmen in einem anderen EU-Mitgliedsland verkaufst. Das liegt daran, weil der Empfänger darauf Umsatzsteuer zahlen muss. Das bedeutet auch, wenn du einen innergemeinschaftlichen Erwerb tätigst, bekommst du zwar eine Rechnung ohne Umsatzsteuer und der Lieferant schreibt das entsprechend als umsatzsteuerfreien Umsatz in seine Steuererklärung, du musst aber den Erwerb versteuern. Das ist für dich ehrlicherweise gar kein großes Problem, weil wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist, dann zahlst du zwar die Umsatzsteuer, du kannst sie aber gleichzeitig im gleichen Moment eigentlich sofort wieder geltend machen. Das heißt, es ist einfach nur einmal ein Plus-Minus gerechnet, unterm Strich kommt keine Steuerbelastung bei dir raus, aber du musst das Ganze zumindest einmal angeben, damit das Ganze steuerlich hier richtig erfasst ist. Auf den ersten Bereich möchte ich gar nicht so ausführlich eingehen, weil es ehrlicherweise Dinge sind, die nicht so besonders häufig auftreten. Spannender wird dieser ganze Bereich. Hier geht es nämlich um die normalen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe, also ganz normale Käufe, die in Deutschland steuerpflichtig wären, wenn du sie von einem deutschen Unternehmen kaufen würdest. Und zwar einmal zum Steuersatz von 19%, von 7%, von 0% zu anderen Steuersätzen. Das nimmt hoffentlich zunehmend ab. Und hier unten findest du nochmal diese ganze Regelungen zum ganzen Thema neue Fahrzeuge, also auch wieder ein besonderer Fall. Du wirst wahrscheinlich am ehesten hier 19,70% ausführen und hier wird dann einfach wieder diese Steuer gerechnet. Das heißt, hier schreibst du dann jeweils wieder die Nettobeträge rein, beziehungsweise in dem Fall ist ja Netto gleich Brutto, weil du hast ja eine Rechnung ohne Umsatzsteuer bekommen. Das heißt, hier schreibst du einfach die Rechnungsbeträge rein, wird die Umsatzsteuer gerechnet und hier unten das Ganze summiert. Und wir gehen damit auf die nächste Seite. Der nächste Bereich ist so eine kleine Sonderform. Da geht es um Steuerschuldner bei Auslagerung. Wenn das auf dich zutrifft, dann schreib mir gerne einen Kommentar und ich helfe dir gerne im Kommentarbereich weiter. Ansonsten würde ich den tatsächlich überspringen und direkt in den achten Bereich gehen. Und zwar in den ganzen Bereich innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft. Das ist ein super komplexes Thema. Das ist vor allen Dingen dann relevant, wenn du im Bereich E-Commerce tätig bist. Dann solltest du dich damit unbedingt beschäftigen, gerade wenn das Wort Dropshipping für dich nicht vollkommen fremd ist. Ich habe dazu auch mal ein
ein Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Schau das bitte als erstes an, damit du, ja, ich würde mal sagen, so ein Grundverständnis davon hast, wie das steuerlich abgewickelt wird, wenn Dinge versendet werden von anderen an deine Kunden, du das aber nicht selber bekommst und so weiter. Super kompliziertes Thema. Schau deswegen unbedingt das Video an unten in der Videobeschreibung. Da gehe ich im Detail auf dieses ganze Thema ein. Und wenn du dieses Video geschaut hast oder dich generell mit dem Thema beschäftigt hast, weißt du, dass eine Lieferung, die man umgangssprachlich als eine Lieferung bezeichnet, steuerlich gesehen immer zwei sind. Das heißt, es gibt eine erste Lieferung und eine zweite Lieferung. Und da musst du natürlich auch die Umsätze und Umsatzsteuer jeweils erklären. Das heißt, hier oben schreibst du rein, bei Lieferungen des ersten Abnehmers schreibst du hier die Bemessungsgrundlage rein. Und bei Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer schuldet, die schreibst du jeweils hier rein, dann wieder mit 19,7 und 0% und zu anderen Steuersätzen. Das können wir, glaube ich, in ein, zwei Jahren dann komplett weglassen. Aber das ist ganz wichtig, dass du weißt, was gilt als erste und was gilt als zweite Lieferung, damit du hier die Felder jeweils richtig ausfüllst. Das heißt, das reine Ausfüllen ist ehrlicherweise dann keine Herausforderung mehr, sondern eher die Lebenswirklichkeit steuerlich zu durchdringen und zu verstehen, was bedeutet das eigentlich. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich weiß, das ganze Thema ist super komplex und dazu werden auch in den kommenden Wochen und Monaten noch einige Videos folgen, einfach weil das ganze Thema E-Commerce und Dropshipping von euch sehr beliebt ist und ich dazu sehr, sehr viele Fragen bekomme. Deswegen gerne Kanal abonnieren, da kommt noch deutlich mehr Content. Im neunten Bereich kommen wir zu einer relativ wilden Konstruktion. Und zwar heißt diese wilde Konstruktion Reverse Charge Verfahren. Auch dazu findest du ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Und ein großes Achtung an alle Kleinunternehmer. Ich habe gesagt, ihr müsst unter Umständen noch ein Feld ausfüllen. Und dieses Feld kommt hier. Denn ihr müsst als Kleinunternehmen unter Umständen Umsatzsteuer bezahlen. Und das müsst ihr hier eintragen. Deswegen ganz, ganz wichtig, auch dazu findest du ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Als Kleinunternehmen heißt es nicht, dass man automatisch keine Umsatzsteuer zahlt. Was bedeutet dieses Reverse-Charge-Verfahren eigentlich? Ganz grob. Das Reverse-Charge-Verfahren führt dazu, ähnlich wie bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und Erwerben, dass nicht das leistende Unternehmen, also nicht der Lieferant oder der Leistungserbringer die Steuer bezahlt, dieses Unternehmen schreibt immer eine Nettorechnung, sondern du als Kunde musst die Umsatzsteuer bezahlen. Genau das gleiche gilt für Reverse-Charge-Verfahren. Das heißt, wenn du Kunde bist, nicht Lieferant, sondern Kunde bist bei einem Unternehmen aus dem EU-Ausland und du eine Rechnung bekommst, dann musst du tatsächlich auf diesen Rechnungsbetrag, den du an dieses Unternehmen bezahlst, tatsächlich nochmal on top Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt zahlen. Ein ganz einfaches Beispiel, du wirbst zum Beispiel bei Google. Das heißt, du schaltest Google-Werbeanzeigen. Google hat den Europasitz in Dublin in Irland. Dann hast du eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen aus einem anderen EU-Land. Und dann zahlst du beispielsweise 1.000 Euro für Werbeleistung an Google. Du musst aber neben diesen 1.000 Euro, die du an Google zahlst, noch einmal 19% an das deutsche Finanzamt zahlen, weil dieser Umsatz dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegt und du als Leistungsempfänger bist tatsächlich dafür verantwortlich, dafür nochmal Umsatzsteuer zu zahlen. Etwas verwirrend, aber in der Praxis tatsächlich gar nicht so ein großes Drama, weil du ähnlich wie bei einem innergemeinschaftlichen Erwerb ja die Möglichkeit hast, die gezahlte Umsatzsteuer, die du selbst gezahlt hast, gleichzeitig wieder als Vorsteuer geltend zu machen. Sehen wir gleich auch noch einmal, hier kommen gleich die abziehbaren Vorsteuerbeträge. Das heißt, da kannst du tatsächlich die gezahlte Umsatzsteuer dir direkt wiederholen. Mit einer Ausnahme. Kleinunternehmen. Denn Kleinunternehmen haben nicht die Möglichkeit, sich diese Umsatzsteuerbeträge wieder als Vorsteuer wiederzuholen. Das heißt, wenn du als Kleinunternehmer tatsächlich Werbung schaltest bei Google für 1.000 Euro, musst du on top auf diese 1.000 Euro nochmal 19% Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt zahlen und kannst sie dir nicht wiederholen. Das heißt, du füllst nur diesen neunten Bereich aus, nicht aber den Bereich 11, wo es dann darum geht, dass du diese gezahlte Umsatzsteuer auch wiederholen kannst. Großer Nachteil für die Kleinunternehmerregelung. Für alle anderen ist es nur nervig, dass sie das hier jetzt noch einmal ausfüllen müssen, aber es ist zumindest keine Steuerbelastung. Und zwar haben wir hier in diesem Bereich drei Felder und zwar diesmal nicht 19, 7 und 0% Umsatzsteuer, weil auf Reverse-Charge-Leistungen immer 19% Umsatzsteuer sind. Hier schreibst du oben einmal die Umsätze rein, also das, was du gezahlt hast an die Dienstleister, die sonstigen Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers. Also das Beispiel mit Google. Da würdest du hier 1.000 Euro reinschreiben und bei der Steuer dann 190 Euro, weil du diese 190 Euro abführen musst. Das Feld 96, da geht es um Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen. Das heißt, da geht es um ja, Immobilien, Grunderwerb und so weiter. Das heißt, wenn du das hast, das Ganze hier eintragen. Und in Feld 67 geht es um andere Leistungen. Was sind andere Leistungen? Das sind vor allem sonstige Leistungen, also Dienstleistungen von Unternehmen außerhalb der EU.
Hier oben geht es ja nur um Unternehmen innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, also das Google-Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel eine Software kaufst von einem Unternehmen aus den USA, beispielsweise ChatGPT, OpenAI hat den Sitz nicht in Europa, innerhalb der EU, sondern außerhalb von Europa. Und wenn du dann eine Rechnung bekommst, kannst du das Ganze natürlich als Betriebsausgabe absetzen. Es ist auch ein 13b, also ein Reverse-Charge-Fall. Und dann schreibst du die Ausgabe halt jeweils hier rein. Hier unten schreibst du übrigens auch die Reverse-Charge-Fälle auf, wenn du zum Beispiel Bauleistung erbringst oder Reinigungsleistung. Die unterliegen ja auch unter Umständen den § 13b, also Reverse-Charge-Verfahren, auch wenn beide Unternehmen innerhalb von Deutschland sind. Und es gibt noch eine ganze Reihe weitere. Wir können ja hier mal auf Hilfe schauen. Hier sehen wir sonstige Leistungen im Ausland. Ja, genau. Sicherheitsübereignete Gegenstände. Bauleistung habe ich gesagt. Gas, Elektrik, Wärme, Kälte, Gas übers Erdgasnetz, Elektrizität, CO2-Emissionen, Altmetalle und Schrott, Metalle, Reinigung. Hier genau, die Reinigungsleistung, Gold, Mobilfunk und so weiter. Es gibt eine ganze Menge an Fällen. Du kannst ja eigentlich merken, hier unten alle Unternehmen außerhalb der EU, Reinigungsleistung und Bauleistung und alles andere wird wahrscheinlich auf dich nicht zutreffen. Und damit hast du diesen Bereich ausgefüllt und wir gehen zum nächsten Bereich, und zwar dem 10. Bereich. Im 10. Bereich geht es um eine ganze Reihe von Ausnahmen, um es mal so zu sagen. Ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne Feld ein, aber so ein paar sind tatsächlich ganz interessant für dich. Hier im Feld 69 zum Beispiel geht es um Umsätze, die aufgrund eines Verzichts auf die Steuerbefreiung als steuerpflichtig behandelt worden sind. Und zwar haben wir über umsatzsteuerfreie Umsätze gesprochen. Du kannst unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichten. Und zwar ergibt das immer dann Sinn, wenn die Umsatzsteuerbefreiung den Vorsteuerabzug ausschließt. Wenn du diesen Vorsteuerabzug aber behalten möchtest, kannst du freiwillig darauf verzichten, dass deine umsatzsteuerfreie Leistung umsatzsteuerpflichtig behandelt wird und dadurch bekommst du diesen Vorsteuerabzug wieder. Und das Ganze ist im § 9 Umsatzsteuergesetz geregelt. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du diesen Umsatz, für den du quasi auf diese Befreiung verzichtet hast, hier eintragen. Im nächsten Feld geht es um steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz schuldet. Das heißt, 13b ist immer Reverse Charge Verfahren. Hier geht es um die Reverse Charge Leistungen, die von deutschem Unternehmen zu deutschem Unternehmen ausgeführt werden. Das heißt, an alle Leute, die im Bau oder in der Reinigung aktiv sind, ihr müsstet eure Reverse-Charge-Umsätze hier eintragen. Wir haben ja in der Seite davor die Umsätze eingetragen, die du als Kunde gemacht hast. Das heißt, da, wo du tatsächlich Umsatzsteuer zahlen musstest, weil du als Kunde ja Umsatzsteuer zahlst. Aber es kann ja auch sein, dass du solche Leistungen ausführst. Du schreibst eine Nettorechnung mit dem Hinweis auf § 13b und dann muss dein Kunde die Umsatzsteuer abführen. Diese Umsätze schreibst du hier rein, aber ganz, ganz wichtig, hier geht es nur um Bauumsätze und Reinigungsumsätze und nicht über grenzüberschreitende Umsätze. Dann gibt es hier ein paar Felder, die ich überspringen möchte, weil sie auf die meisten von euch nicht zutreffen, und zwar Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und nicht steuerbare Geschäftsveräußerungen im Ganzen. Das sollte in eurem Fall nicht so besonders häufig auftreten. Was wiederum deutlich häufiger der Fall sein sollte, ist Feld 74, und zwar nicht steuerbare sonstige Leistung gemäß § 18b Umsatzsteuergesetz. Gucken wir uns mal den Hilfetext an. Hier tragen Sie bitte die von Ihnen nach 3a Umsatzsteuergesetz im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten sonstigen Leistungen ein, für die die Steuer in einem anderen Mitgliedsland von einem dort ansässigen Leistungsempfänger geschuldet wird. Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer Reverse Charge. Das heißt, hier schreibst du deine ganzen Reverse Charge Umsätze rein, in den Situationen, in denen dein Kunde in einem anderen EU-Land seinen Sitz hat. Also wenn du eine Dienstleistung ausführst für ein Unternehmen aus einem anderen EU-Land. Diese Konstellation ist gar nicht so selten. Zum Beispiel jetzt gerade produziere ich ein YouTube-Video und ich bekomme von Google, von YouTube dafür Geld. Und Google hat seinen Sitz in Irland in einem anderen EU-Land und ich bekomme das Geld. Das ist ein Reverse-Charge-Umsatz. Oder ich verkaufe Bücher auf Amazon über das KDP-Programm. Oder ich verkaufe T-Shirts bei Merch bei Amazon. Amazon hat seinen Sitz in Luxemburg. Das heißt, ich habe eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen aus einem anderen EU-Land und dieses Unternehmen ist mein Kunde, weil du bekommst ja Geld. Oder ganz einfach, du berätst einfach Unternehmen und das Unternehmen hat zum Beispiel seinen Sitz in Österreich. Auch dann wäre das ein Reverse-Charge-Umsatz und all diese Umsätze trägst du hier in Feld 74 ein. Übrigens, kleiner Hinweis, für all diese Umsätze musst du auch eine zusammenfassende Meldung machen. Zum Thema zusammenfassende Meldung habe ich auch schon ein Schritt-für-Schritt-Tutorial aufgenommen, das findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du nur gehört haben, weil wenn du das nicht machst, bekommst du automatisch einen Brief vom Finanzamt. Das Finanzamt
Finanzamt sagt, ah, wir sehen hier gerade, du hast Umsätze gemacht nach Paragraph 18b Umsatzsteuergesetz, du hast aber keine zusammenfassende Meldung abgegeben, bitte hol das nach. Deswegen mach's doch einfach direkt. Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Und die letzten Felder sind noch so ein paar Ausnahmen, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, treffen wahrscheinlich auf euch und dich auch nicht zu. Wir gehen zum nächsten Bereich, zum 11. Bereich und den ehrlicherweise fast wichtigsten und spannendsten Bereich. Hier geht es nämlich um die Vorsteuerbeträge. Bisher haben wir ja fast ausschließlich über die Beträge gesprochen, die du bezahlen musst. Jetzt haben wir bei der Berechnung jetzt einen riesengroßen Umsatzsteuerbetrag, den du zahlen musst. Aber du kannst bei der Umsatzsteuer ja die gezahlte Umsatzsteuer gegenrechnen und das tragen wir alles hier in Bereich 11 ein und deswegen gucken wir den mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Das erste Feld, also Feld 79, sind erstmal die Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern. Also alle Rechnungen, die du bekommen hast, also alle Eingangsrechnungen, überall da, wo Umsatzsteuer enthalten war, diese ganzen Steuerbeträge kannst du zusammenrechnen und das alles in einer Summe trägst du hier ein. Vielleicht ein kleiner Hinweis an der Stelle, hier schreibst du jetzt plötzlich die Umsatzsteuerbeträge rein. Bisher hast du ja ganz häufig immer die Bemessungsgrundlage für die Steuer eingetragen und die Steuer wurde automatisch berechnet. Das ist hier anders. Hier ist tatsächlich der Steuerbetrag relevant. Ein bisschen verwirrend. Im nächsten Feld geht es um die Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen. Haben wir schon drüber gesprochen. Innergemeinschaftliche Lieferungen sind komplett steuerfrei. Innergemeinschaftliche Erwerbe sind steuerpflichtig, also du musst Umsatzsteuer zahlen. Diese Umsatzsteuer kannst du dir aber direkt wiederholen und zwar, indem du den Umsatzsteuerbetrag einfach hier einträgst. Das Ganze kannst du auch machen, wenn der Gegenstand nicht aus dem EU-Ausland kommt, sondern aus dem Drittland außerhalb der EU, dann reden wir von Einfuhr. Und da zahlst du dann Einfuhrumsatzsteuer, die du auch geltend machen kannst. Das heißt, da schreibst du die Einfuhrumsatzsteuer hier rein. Das Feld 82 möchte ich überspringen, weil ich den Part auch vorher schon übersprungen habe. Da geht es um Umsatzsteuerlager und so weiter. Wenn das für dich relevant ist, dann schreib gerne einen Kommentar unter diesem Video. Worüber wir auf jeden Fall gesprochen haben, ist der ganze Part Reverse Charge Verfahren. Das heißt, du als Leistungsempfänger musst Umsatzsteuer bezahlen und kannst dir diese Umsatzsteuer aber wiederholen. Und wiederholen kannst du sie dir in Feld 83. Das heißt, die Beträge, in meinem Beispiel habe ich von 190 Euro, die du zahlen musst für die Google-Werbung für 1000 Euro, da schreibst du jetzt entsprechend auch hier 190 Euro. Das heißt, hier schreibst du die Jahressumme aller Umsatzsteuerbeträge rein, die du nach § 13b als Leistungsempfänger ans Finanzamt gezahlt hast oder vorangemeldet hast. Dann gibt es noch ein paar Ausnahmen, wieder hier die neuen Fahrzeugen und so weiter und nochmal das ganze Thema Dreiecksgeschäfte. Das heißt, die Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften kannst du natürlich auch geltend machen. Da schreibst du den Steuerbetrag hier rein. Und das Ganze wird zusammengerechnet und führt hoffentlich zu einem ganz hohen Vorsteuerbetrag. Und dieser Vorsteuerbetrag wird dann gegengerechnet gegen die Umsatzsteuer, die wir auf den Seiten davor zusammengerechnet haben. Und damit haben wir es auch schon fast geschafft. Im 12. Bereich geht es nochmal um Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a Umsatzsteuergesetz. Auch das ist eher eine Ausnahme, ehrlicherweise. Deswegen möchte ich das hier an der Stelle auch überspringen. Hier geht es jetzt um Angaben zur erstmaligen Verwendung von Grundstücken, Grundstückszahlen und so weiter. Das heißt, wenn du nichts mit Grundstücken und so weiter zu tun hast, dann ist dieser ganze Bereich für dich schon mal nicht interessant. Und dann nochmal die Frage, haben sich im Jahr 2023 für die ursprüngliche Vorsteuerabzug maßgebliche Verhältnisse geändert? Hier geht es auch wieder um Grundstücke und so weiter. Das heißt, schau dir das gerne mal an. Wenn du da zu einzelnen Feldern nochmal Fragen hast, dann stell gerne eine Frage. Frag gerne auch ElsterGPT. ElsterGPT kann dir auch zu den Feldern eine Antwort geben. Ich möchte das Video jetzt aber nicht unnötig in die Länge ziehen. Der nächste Bereich ist nämlich super spannend für uns. Hier geht es nämlich um die Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer. Wir sehen hier einfach in der Übersicht, man sieht, man kann die Felder gar nicht ausfüllen. Die haben sich jetzt, wenn du bis hierhin alles ausgefüllt hast, haben sich hier nämlich die Felder ausgefüllt und wir haben hier unten schon mal zumindest einen ersten Betrag, was du zahlen musst. Ein paar kleine Hinweise habe ich aber noch. Und zwar musst du Umsatzsteuerbeträge, die du falsch ausgewiesen hast, also einfach weil du es nicht durftest beispielsweise oder weil du zu viel ausgewiesen hast, die musst du tatsächlich trotzdem abführen. Beispielsweise, wenn du einen Reverse-Charge-Umsatz hattest, du hast ein Unternehmen in Österreich gehabt und hast 19% Umsatzsteuer ausgewiesen, dann ist es eigentlich ein Reverse-Charge-Umsatz und du hättest eigentlich keine Umsatzsteuer ausweisen müssen. Wenn du jetzt aber 19% Umsatzsteuer ausgewiesen hast, dann war das nicht richtig. Und diese Umsatzsteuer, also die falsch ausgewiesene Umsatzsteuer, darfst du nicht einfach behalten, die musst du tatsächlich trotzdem abführen. Diesen Betrag schreibst du dann einfach hier rein. Und dann gibt es noch eine Besonderheit und zwar Steuer- und Vorsteuerbeträge, die auf frühere Besteuerungszeiträume entfallen, nur für Kleinunternehmer. Und zwar haben wir vorhin ja schon über die Konstellation gesprochen, wenn du Kleinunternehmer warst, dann zur Regelbesteuerung wechselst, aber eine Anzahlung bekommen hast und dann später nochmal Umsatzsteuer für diese Anzahlung nachzahlen musst. Das Ganze geht natürlich auch andersrum, dass du erst in der Regelbesteuerung warst, eine Anzahlung bekommen hast, dann leistest du aber später und später warst du ein Kleinunternehmer und hast ja aber auf diese Anzahlung Umsatzsteuer ja erhalten quasi. Und das Ganze muss korrigiert werden.
Steuern und das machst du hier. Einfach den anderen Fall, weil du hier entsprechend ja zumindest im Vorjahr zu viel Umsatzsteuer gezahlt hast. Die kannst du dir jetzt nochmal wiederholen. Und damit landen wir ganz unten beim Ergebnis und zwar hier in Feld 117, die verbleibende Umsatzsteuer. Die verbleibende Umsatzsteuer ist der Umsatzsteuerbetrag, den du für das Jahr 2023 zahlen musst. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du diesen Betrag jetzt tatsächlich zahlen musst, nachdem du die Umsatzsteuererklärung abgegeben hast, weil du hast ja wahrscheinlich zumindest quartalsweise oder monatlich schon Vorauszahlungen geleistet. Das heißt, jetzt wäre noch der Moment, einmal in dein Buchhaltungsprogramm zu gehen oder in Elster Online zu gehen und zu schauen, was hast du denn unterjährig eigentlich schon vorausgezahlt für 2023. Wenn hier zum Beispiel 5.000 Euro steht, du aber schon 4.800 Euro gezahlt hast, weil du quartalsweise deine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht hast, dann steht hier 5.000 Euro und hier in Feld 118 schreibst du nochmal 4.800 Euro rein und tatsächlich zu zahlen, hast du denn diesen Betrag, der in Feld 119 steht, dann in meinem Beispiel 200 Euro und dann zahlst du 200 Euro an das Finanzamt. Und ganz, ganz wichtig, du musst das bei der Umsatzsteuererklärung auch tatsächlich direkt machen. Das ist nicht so wie bei den anderen Steuerarten, wo du erst eine Steuererklärung machst und dann bekommst du einen Steuerbescheid und auf dem Steuerbescheid steht dann drauf, was du zahlen musst. Bei der Umsatzsteuererklärung funktioniert das tatsächlich ein bisschen anders. Du machst die Erklärung und zahlst direkt. Deswegen, wenn hier ein Betrag steht, dann solltest du den direkt ans Finanzamt überweisen. Wenn hier ein Betrag mit Minus steht, dann bedeutet das eine Erstattung und du wirst das Geld vom Finanzamt wiederbekommen. Für die Abschlusszahlung der Umsatzsteuer hast du übrigens 4 Wochen Zeit. Das heißt, du musst jetzt nicht sofort überweisen, nachdem du hier auf Senden geklickt hast, sondern du hast 4 Wochen Zeit. Das solltest du dann aber auf jeden Fall tun, sonst ist das Erste, was du bekommst, eine Mahnung. Für die Umsatzsteuererklärung hast du jetzt hier die Möglichkeit, das alles noch einmal zu überprüfen und dann direkt an das Finanzamt zu übermitteln. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema Umsatzsteuer, zur Selbstständigkeit, Buchhaltung, Steuern und so weiter, schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du darauf keine Lust hast, auf den ganzen Kram, dann such dir ein Tool, was das ein bisschen einfacher macht. So ein Steuererklärungstool, ein Buchhaltungsprogramm, Steuerberater und so weiter. Alle meine Empfehlungen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Und jetzt könntest du so zum Runterkommen oder zum Aufputschen, wer weiß, einfach noch ein weiteres Video auf diesem Kanal anschauen. Zum Beispiel das hier oder das hier.